Hallo Sven, dank dir für den schnellen Bericht. Du hast eine hervorragende Arbeit geleistet, auch wenn der Fall nicht ganz aufgelöst werden konnte. Immer wieder gerne. Du hast uns geschrieben, dass man dir eine anonyme Botschaft mit einem Symbol an dein Auto geheftet hat. Ich habe dir gleich gesagt, sei vorsichtig. Wir haben einen Kontaktmann, der dir helfen kann, herauszufinden, um was es sich dabei handelt. Wir senden dir den Kontakt zu, er ist ein Experte für Symbolik, er wird dir sicherlich weiterhelfen können. Hallo Sven, wir haben einen neuen Auftrag für dich. Wenn du ihn annimmst, bist du wie üblich auf dich selbst gestellt. Die Koordinaten erhältst du gleich. Druidenhain. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Dann schauen wir doch mal, was wir über die Kelten finden. Da muss doch irgendwo im Internet ein bisschen was zu finden sein. Und da haben wir auch gleich ein Ergebnis. Die Kelten, lateinisch Zetar oder Galli. Griechisch Keltio. Okay, das ist doch schon mal sehr gut aus der Eisenzeit. Dann schauen wir doch mal, wer hier irgendwas von unserer Gegend finden. Ja, die Druiden, die gehören zu den Kelten, haben in der Zeit in Mitteleuropa bis nach Vor- und Kleinasien fast gelebt und ihren Einfluss gehabt. Die zeitlichen Räume waren zwischen 630 vor Christus. Genaue Beschreibung gibt es sowieso nicht davon. Einer der wenigen sind Herodot und einige andere römische Schreiber, die einiges weniges festgehalten haben. Das war so um 5 bis 6 Jahrhundert vor Christus. Hier in der Region der Fränkischen Schweiz war es denn wohl doch mehr die Hallstätter Kultur, die Ostheilstätter Kultur, muss man dazu sagen. Das wurde auch zweigeteilt, wo die Kelten ja ihr Gebiet hatten. Allerdings muss man auch ganz stark dazu sagen, dass gerade hier in der Region auch vieles kulturell geprägt worden ist von den alten Germanen, von den Slawen, von den Wendingern, den Walen, was auch erklärt, wie der Keltenglauben bis nach Tirol gelangen konnte. Ich denke mir, das wird sehr interessant und spannend mit den Druidenhain. Und ich bin da mir noch nicht ganz sicher, was es da auf sich hat. Aber das werden wir herausfinden und dafür werde ich mich jetzt auf den Weg machen.
So, endlich angekommen am Zielgebiet. Wir werden jetzt gleich den Ruinhain hier in Wollmannsgesäß aufsuchen. Ja, ich bin angekommen hier am Druidenhain. Hier haben wir gleich einen der ersten Steine, den sogenannten Bultstein. Um was geht es hier eigentlich? Angeblich soll hier in diesem ja doch relativ mystischen Wald der Druidenhain sein. Eine der alten Kultstätten bei den Kelten. Hier sollen einst die Druiden ihre magischen Lehren weitergegeben haben an ihren Schülern. Was ist an diesem Druidenhain dran? Er ist enorm groß und wir werden ihn uns etwas genauer unter die Lupe nehmen. Aus der Dämmerung einer längst vergessenen Zeit wir kamen, bewegten uns lautlos durch die Jahrhunderte, lebten geheime Leben und Lehren, fochten untereinander um die Nachfolge, um die Zeit der großen Versammlung zu erreichen. Wenn die wenigen, die übrig bleiben, bis zuletzt kämpfen gehen werden, um die keltischen Lehren. Niemand hat jemals gewusst, dass wir unser Wissen mit uns nehmen werden, wenn wir eines Tages von diesen Erde gehen. Vieles, was einst war, ist verloren, da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Nur die Wälder und Steine ihre Geheimnis heute noch kennen. Im grauen Schleier des Nebels ist so vieles vergessen, doch der magische Wald erlebt, er sich heute erhebt. Er leise schweigt, hier war des Druidens Seele, der ging einst hier in die Leere. Mystisch sich der Druidenhain erhebt, so als ob er heute noch lebt. Moosbedeckte Steine, die er sein eigen nennt. Altäre und Rinnen soll man da finden. Ein Labyrinth so groß, dass man vergebens sucht drin nach Trost. Unheimlich es dort ist, die Kälte einbeschleicht, geht man in des Druidenreich. Eichenbäume ohne Ende zeigen die herbstliche Wende. Einst zu dieser Zeit, die Opfer sich machten dort bereit. Die Misteln dort wachsen, des Druidens Zeichen, mit Blut für die Opfer da reichten. Die Zukunft sie darin sahen, die Götter wollten sie damit besänftigen, ihnen eine gute Zukunft zu schenken. Sie in die Sterne sahen, um ihr Wissen zu bewahren, sie stets nur alles mündlich wiedergaben. So ging verloren das Wissen um den Druidenhain und sein Sein. Ich befinde mich jetzt nun am sogenannten Schlüsselstein. Die Vertiefung und Löcher in den Stein sind, so vermutet man, Opferschalen, also auch ein Opferstein genannt. Ist das wirklich so? Das ist die andere Frage. Denn sieht man sich die Vertiefung genauer an, stellt man sehr schnell fest, sie können eigentlich nur durch Verwitterungen kommen. Schauen wir mal uns den Rest von den Hainen an, ob hier vielleicht möglicherweise wirklich die Druiden gewesen sein können. Diese Felsformation hat den Namen der Wächter. Die Frage ist, worüber wacht er? Der hohe Stein hier in der Mitte wird auch als der Altar bezeichnet.
schaut man sich diesen Felsen etwas genauer an mit der Aushöhlung in dem Baum, dann hat das doch schon ein Stück weit Mystik. Schauen wir doch mal in diesen doch etwas hohlen Baum hinein. Die Lage der Steine ist natürlich schon sehr exponiert. Was ist das Besondere an diesem Druidenheim? Relativ einfach. Es hat einen riesengroßen Labyrinth und es ist schon fast keilförmig. Die Verwandlungen hier hinten verlaufen fast völlig gerade. Das werden wir uns gleich noch genauer ansehen. Aber wo kommt das her mit den Druidenheimen? Man redet immer von Volkssagen, vom Volksglauben.